Also vorher bin ich auch auf einem Pachtbetrieb gsi, einem kleinen. Und da ist dann mit der Erbgemeinschaft und so weitergegangen. Und früher bin ich zahlt. Also vom Alpen bin ich ins Bauern reingekommen. Auf der Alp bist du nur 3-4 Monate. Und den Rest des Jahres musst du immer schauen, was mache ich. Und dann habe ich immer mal einen Pachtbetrieb übernommen im Bündnerland. Und jetzt habe ich hier meinen eigenen Betrieb, wo mir keiner mehr wegschicken kann. Ich bin bei der Heini von den Freibergen, auf der Rigi daheim. Und dann hier am Bioberghof betrieben. Mit Geissen, Mutterkühe, Schaf. Und bin jetzt seit 10 Jahren auf dem Hof. Und der Hof ist speziell, dass er keine Zufahrtsstraße hat, sondern nur mit der Rigibahn erreichbar ist. Oder über so einen Wanderweg kann man auch hochlaufen. Ja, also das ist für mich absolut Neuland, das mit der Sage umzugehen. Dass ich bin einfach schon immer fasziniert gewesen, wenn ich so eine alte Sage gesehen habe, so im Laufen, habe ich immer so geschaut. Und das ist schon etwas Faszinierendes, so eine Holzsage. Aber als ich die hier gekauft habe, die Wood-Mizer, hatte ich null Ahnung von dem Zeug. Für mich ist es jetzt sicher ein Kauf, den ich immer noch finde, super. Ja, also ein Stück weit habe ich über 3 Hektar einen eigenen Wald. Und durch das, dass ich keine Zufahrtsstrasse habe, kann ich den Wald einfach für Brennholz brauchen. Aber sonst hat er für mich keinen Nutzen. Und Bauholz brauche ich ja immer. Ich habe 3 alte Ställe, ein altes Haus, wo man immer muss wieder etwas renovieren und machen muss. Und dann habe ich mal ein bisschen umgeschaut, was gibt es so von wegen Sagen. Und irgendwann habe ich dann da ein gutes Angebot gefunden und dann haben wir eine gekauft. Nur schon der Geruch, oder frisch gesagtes Holz, das schmeckt ja so fein. Oder? Das Leben als solches, durch das ich eigentlich allein lebe, ist das eigentlich gut hier oben. Ich brauche die Distanz zur Stadt und zum Dorf. Also ich suche das. Und ich habe natürlich ein wunderbares Panorama. Ich sehe gleich die ganze Welt. Ich sehe quasi und bin gleich weg, an der Distanz zur Welt. Das ist noch etwas, was ich als Vorteil anschaue. Nachteile gibt es eigentlich nicht viele, sonst wäre ich ja nicht da, oder?